Mountainbikerin aus Leidenschaft seit 2010 mittlerweile. Habe eigentlich angefangen mit Abwärtsfahren. Ehrlich gesagt bin ich heute zum ersten Mal mit dem E-Bike gefahren. Zum ersten Mal so richtig ausprobiert, ein richtiges E-Mountainbike, das jetzt wirklich auch Federweg und so weiter hatte. Und ich war total erstaunt, wie cool und wie geil das ist. Ich glaube, ich warte hier zum Wiederholungstäter. Ich komme schon noch an meine Grenzen, auch wenn ich jetzt schon eine ganze Weile Rad fahre, Mountainbike. Ich habe nie gedacht, dass Uphillfahren so Spaß machen kann. Und das nicht, weil ich jetzt nur die Unterstützung habe, weil einfach da geht was ab. Da passiert was mit dem Rad, mit mir selber. Und ich kann aus mir selber mehr herausholen, wie ich bisher konnte. Und ich glaube auch, gerade für die Bike-Hotels, für uns ist das eine Riesenchance, das aufzugreifen, aber auch irgendwo zu sensibilisieren, dass jetzt E-Mountainbiken nichts für Schwache ist, sondern im Gegenteil, E-Mountainbiken kann auch sehr viel für sportliche Leute sein, die einfach mehr aus sich und aus einem Erlebnis herausholen können. Ich kann jedem Mountainbiker, der etwas für den Sport übrig hat, nur empfehlen, selber mal ein E-Mountainbike auszuprobieren, selber unterwegs zu sein und das mal wirklich versuchen, aufwärts und abwärts zu fahren. Das würde man nicht glauben, wie viel Spaß das macht. Egal ob Mountainbike oder E-Mountainbike, wir sind alle Radfahrer, wir lieben es draußen zu sein, wir lieben es technische Trails oder flowige Trails zu fahren, aber einfach total wichtig ist es, wir machen das miteinander, wir machen das mit anderen Wegnutzern, wir machen das mit Wanderern und jedenfalls ist es wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich ordentlich aufzuführen, wie es sich gehört, ganz nach unserem Motto Ride Fair.